Die Aufbaudrillmaschine Ceria 3001A bezieht Rabe von der Firma Pöttinger. Beide in unserem Vergleichstest vertretenen Maschinen sind bis auf wenige Ausnahmen baugleich. So hatte Rabe die Ceria mit einem anderen Striegel ausgestattet. Gut hat uns bei der Ceria der breite, rutschsichere Ladesteg gefallen, der über seitliche Trittstufen vom Boden oder vom Anhänger aus erreichbar ist. Der Behälterrand bietet zusammen mit dem Handlauf eine gute Auflage für die schweren Saatgutsäcke. Nicht immer ohne Hakeln sind die Abdrehwannen abzuklappen und unter die Dosierung zu schieben. Sehr einfach lässt sich dagegen die Einfülltrichterschiene absenken. Rabe hat das Zubehör unter der Getriebeklappe verstaut. Für die Grundeinstellung des stufenlosen Getriebes und der Bodenklappe muss man die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen. Ceriatronic heißt der kleine Bordcomputer mit Magnethalterung bei Rabe, der aus den eingegebenen Soll- und Abdrehmengen die Getriebeeinstellung berechnet und beim Abdrehen die Kurbelumdrehungen zählt. Mit zwei Abdrehübersetzungen lässt sich die Ceria komfortabel am Getriebe abdrehen. Für ein 40stel Hektar muss die Kurbel auch bei doppelter Übersetzung noch 37 Mal rotieren. Bei diesen Mengen lassen sich die Abdrehwannen noch gut in einen Eimer entleeren. Für die Abdrehprobe liefert Rabe keine Waage mit. Das Gewicht der Abdrehmenge jetzt am Monitor eingetippt und danach zeigt das Display den Einstellwert für die gewünschte Aussaatmenge an, der sich am Getriebe einfach einstellen lässt. Um mit der Bestellkombination von Rabe vernünftig arbeiten zu können, haben wir Traktoren mit mindestens 120 PS und einer schweren Frontwalze eingesetzt. Für den Arbeitseinsatz werden nach dem Straßentransport die Spuranzeiger per Klappstecker entriegelt und die Vorauflaufmarkierer abgesenkt. Die erforderliche Transportstellung des Spornrads und des Striegels hatte unser Testlandwirt vor dieser Straßenfahrt leider übersehen. Nach einigen Metern heißt es für den gewissenhaften Ackerbauern erst noch einmal anhalten, um die Saatguteinbettung zu kontrollieren. Die Verstellung der Saattiefe ist an jedem der 24 Schare nötig, wenn die Drille mit Druckrollen ausgestattet ist. Per mitgelieferter Knarre ist die mechanische Schardruckverstellung in Ordnung. Noch komfortabler geht es natürlich mit der ebenfalls lieferbaren hydraulischen Verstellung. Neben seiner Neigung kann der Striegel auch in horizontaler Position und im Druck per Bolzen verstellt werden. Mit der Ceria hat Rabe eine Aufbaudrille im Programm, die in unseren Praxiseinsätzen einen guten Eindruck hinterlassen hat. Die gute Arbeitsqualität beruht auf der Einhaltung der Abdrehmenge, auf der Querverteilung von Raps, Weizen und Grassamen sowie auf der Einbettung des Saatgutes. Unter normalen Einsatzbedingungen sorgen die breiten Druckrollen für eine gute Tiefenführung der Scheibenschare. Bei großer Feuchte sind sie allerdings für eine störungsfreie Arbeit eventuell zu demontieren. Wesentlich zur guten Einbettungsqualität beigetragen hat auch der Perfektstriegel mit gekröpften Zinken. Mit der Kreiselegge PKE 3011 und der Aufbaudrille Ceria 3001A kostet die Rabe-Bestellkombination in Testausstattung gut 35.000 Euro ohne Mehrwertsteuer. Das ist ein vergleichsweise günstiger Listenpreis.